Guten Morgen ins Jenseits und Diesseits. Also Diesseits heißt hier Präsenz. Endlich mal wieder, lieber Jürgen Pösch, herzlichen Glückwunsch, dass das funktioniert. Obwohl, wenn man ihm mal so ein bisschen in die Augen guckt, sieht man, das geht an die Grenze des Belastbaren. So 5 Tage Energietage, Hybrid. Aber für diejenigen, die uns zuhören, also hier sitzen und die da sind, also für die, die es noch nicht gewohnt sind, das neben ihnen, das sind echte Menschen, das sind keine Avatare. Die kann man übrigens anfassen, da gibt es zwar Regeln, aber die kann man auch wieder lernen. Und es ist gut, dass wir wieder zusammensitzen, weil es ist ein echter Unterschied, sich so in Auge gegenüber zu sitzen und über Themen zu diskutieren und Ergebnisse produzieren. Also nochmal eine Erfahrung kommt da eigentlich deutlich mehr raus. Und die Themen, die wir auf der Agenda haben, die sind gigantisch. Wir wollen und müssen den insbesondere Wohnungsbestand einmal komplett umkrempeln, unsere 42,9 Millionen Wohnungen, die wir haben, wollen innerhalb von 23 Jahren klimafit und klimaneutral gestrickt werden und das Ganze soll sozialverträglich passieren. Jetzt würde man sagen, vor dem 24.02. war das schon eine echte, eigentlich eine gigantische und in Wahrheit die größte Herausforderung ökonomisch gesehen, die wir in diesem Land jeweils je hatten. Nach dem Wiederaufbau sozusagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber nach dem 24.02. ist das Ganze noch komplexer geworden. Ein paar ökonomische Rahmendaten, der Erzeugerpreisindex, der Frühindikator für die Inflation ist auf über 30 Indexpunkte gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 1949. Das heißt, wir sind ökonomisch gesehen im Grunde im Nachkriegszustand. Gleichzeitig wollen wir aber Billionen in die Hand nehmen, um den Wohngebäudebestand umzukrempeln. Aber bauen im Moment zu notwendigen Kosten, die 14 bis 15 Euro Kaltmiete aufrufen. Und viele werden aussteigen, weil sie das nicht mehr wollen und nicht mehr dürfen. Und auf der anderen Seite wird auch die energetische Modernisierung dazu führen, dass die Mieten steigen werden. Und die Frage ist, ob das dann eben durch den Ausgleich, auch durch die Energieeinsparung ausgeglichen wird. Also genug Themen, dass wir hier 5 Stunden sitzen. Könnten uns unterhalten, aber wir sitzen nur 1 Stunde und ich darf auch nicht mehr und wir dürfen auch nicht mehr, aber in der Zeit werden wir, denke ich mal, einiges diskutieren können. Und wir heißt, ich fange mal da drüben an, von mir aus gesehen, links Lukas Siebenkotten, ist Präsident des Deutschen Mieterbundes, ist Nordrhein-Westfale, lange Zeit am Niederrhein, da war er auch Bürgermeister, mal einer schönen Stadt Willig und hat da, denke ich mal, auch so einiges fürs Leben gelernt, auf jeden Fall, was es bedeutet, wenn Politik vor Ort umgesetzt wird. Neben ihm sitzt Rolf Bösinger, er ist seit Dezember Staatssekretär in unserem endlich mal ein Bauministerium, also dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch, liebe Republik, aber das macht es ja auch nicht einfach, weil sozusagen die große Last des Geschehens jetzt auf ihren Schultern liegt. Er ist, war vorher Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen und war auch mal eine Zeit in Hamburg. Dort in der Stabsstelle, er war Staatsrat in Wirtschaft und Verkehr, also hat auch sozusagen Kommunales und Landesumsetzung gelernt und will jetzt mit seiner Ministerin jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen und 100.000 Sozialwohnungen schaffen. Finden wir gut, aber wollen mal sehen, ob wir das auch alle gemeinsam schaffen. Eine, die da erheblich gerne zu beitragen will, zwar nicht, indem sie es mit eigenen Händen macht, aber für ihren Verband, dem größten wohnungswirtschaftlichen Verband in Deutschland, dem Verband der Genossenschaften, der kommunalen, der kirchlichen Wohnungsunternehmen, des GDW. Sie ist Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser, hat dort auch viele Jahre, ist schon seit 1993 dabei. Vorher waren sie beim VDW in Bayern, also einem der Gliederungsverbände, einem der großen. Und der GDW mit seinen, ich glaube, über 6 Millionen Wohnungen steht auch für einen Großteil des bezahlbaren Wohnens. Und last but not least, Barbara Metz für die Deutsche Umwelthilfe. Sie ist Bundesgeschäftsführerin, war lange Jahre stellvertretende Geschäftsführerin und hat auch ist auch lange im Verband gewesen. Sie haben dort auch schon gearbeitet, seit 2007 meine ich, haben sie sozusagen für den Verband tätig und sieht das Ganze eben aus der Sicht eines Umweltschutzes, eines Vereins, der sich dem Klimaschutz verantwortet hat. Und die unterschiedlichen Sichtweisen wollen wir jetzt mal in ein Gespräch miteinander bringen. Also ich habe es gesagt, liegt einiges vor uns und ich glaube, wir dürften uns einig sein, der Hebel der Energiewende liegt im Bestand, in den fast 43 Millionen Gebäuden, auch wenn wir 3 Millionen Wohnungen noch brauchen, bauen müssten, um ein Mindestmaß an sozialem Ausgleich auch zu schaffen. Aber ich will mal von ganz links von mir aus gesehen anfangen. Was glauben Sie denn, was im Moment so aus der Sicht
Ihres Verbandes, also in dem Fall des Mieterbundes, die zentralen Aufgaben und auch die Hemmnisse sind, um dort voranzukommen? Ja, ich will zunächst mal nicht eine halbe Stunde an einem Streifen reden, das könnte ich nämlich bei der Frage, aber ich will es mal versuchen, schlaglichtartig zu machen. Also zum einen ist natürlich unser ganz besonderes Interesse, dass es genügend bezahlbaren Wohnraum für alle gibt. Das klingt jetzt ausgesprochen trivial, ist es aber nicht. Dazu muss es genügend Bestandswohnungen geben, die noch bezahlbar sind und es auch bleiben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir müssen neue Wohnungen bauen, das ist gar keine Frage. Ob das jetzt tatsächlich 400.000 werden, wie sich die Koalition das vorgenommen hat und wie wir das auch sehr positiv bewertet haben, das kann ich mir vor dem Hintergrund der jetzigen Situation im Moment schwer vorstellen, dass man die 400.000 schafft. Aber der Herr Staatssekretär wird uns sicher gleich erzählen, wie er das hinkriegt. Jedenfalls, das wäre sehr wesentlich, wenn hier deutlich zugebaut würde. Der zweite Punkt, der für uns als Mitglieder der Gesellschaft wichtig ist, ist natürlich der Klimaschutz. Und es geht nicht nur darum, Wohnungen zu bauen und Wohnungen in einem bestimmten bezahlbaren Segment zu halten, sondern es geht natürlich darum, dass wir mit den Gebäuden was dafür tun, dass der CO2-Ausstoß minimiert wird. Und da haben Sie vollkommen recht, geht es zunächst mal um den Bestand in der Masse jedenfalls, wo was getan werden muss. Und ja, das alles kostet unendlich viel Geld. Und ich habe in irgendeiner Vorinformation gelesen, ich dürfte auf keinen Fall sagen, wir bräuchten mehr Geld vom Staat. Das ist schwer in dem Zusammenhang, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir das komplett ohne jegliche Zuschüsse dem freien Markt überlassen würden, bin ich nicht so ganz sicher, ob dabei so ganz viele bezahlbare Wohnungen rauskämen, die auch vom finanziell unteren Einkommensdrittel der Bevölkerung bezahlt werden könnten. Das heißt also, es geht gar nicht ohne staatliche Förderung. Und wir brauchen die staatliche Förderung, ehrlich gesagt, sowohl im Bereich der neuen Wohnungen und des Erhalts der bezahlbaren Wohnungen, als auch eben was den Klimaschutz betrifft. Das ist völlig klar, wie viele Milliarden das im Einzelnen sind. Die Debatte will ich jetzt im Moment hier nicht führen. Da können andere vielleicht noch mehr zu sagen als ich. Wo liegen die Haupthemmnisse? Das war ja eine weitere Frage. Die Haupthemmnisse liegen sicherlich in der derzeitigen Gesamtsituation. Das ist erstmal das Haupthemmnis. Wir haben, das werden sicher andere noch besser beurteilen können als ich, zurzeit erhebliche Probleme, überhaupt die für den Bau notwendigen Materialien zu brauchbaren Preisen zusammenzubekommen oder überhaupt zu bekommen, mal völlig unabhängig vom Preis. Das heißt, wir sind jetzt in der Zeit des Krieges noch stärker in einer Situation, in der man ganz viele Zuschüsse beschließen kann, aber wenn die Materialien nicht da sind, helfen auch die Zuschüsse nichts. Also ganz schwierige Situation, großes Hemmnis in diesem Bereich. Und wir werden natürlich ganz stark auch davon abhängig sein, wie lange denn dieser grauenhafte Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine dauert. Ja, das kann ja heute überhaupt keiner absehen, ich jedenfalls nicht, und ich glaube auch die Bundesregierung weiß das nicht so, wie lange das dauert und was uns das in der Zwischenzeit alles kostet. Also ich weiß es nicht. Und deswegen werden wir flexibel reagieren müssen, was Zuschüsse, was steuerliche Erleichterungen und so weiter betrifft und möglicherweise auch mit Instrumenten rangehen, die wir dann nach einem halben Jahr wieder verändern, weil sich die Weltsituation oder was auch immer ebenfalls verändert hat. Also, der langen Rede kurzer Sinn, war doch eine lange Rede. Wir brauchen sowohl dringend Zubau von bezahlbarem Wohnraum, deswegen interessieren uns die 100.000 Wohnungen viel mehr als die 400.000 Wohnungen, nämlich die 100.000, von denen gesagt wird, sie sollen im bezahlbaren Segment, also insbesondere im geförderten Sozialwohnungssegment, entstehen. Wir brauchen außerdem jede Menge Einsatz für den Klimaschutz. Auf keinen Fall darf der Klimaschutz deshalb, weil das andere so schwierig ist, geschlabbert werden. Das darf auf keinen Fall passieren. Und drittens, wir brauchen auf beiden Feldern, obwohl ich es nicht sagen darf, erhebliche staatliche Unterstützung, weil das sonst nicht funktionieren wird.
Weißer, das kann sich gar nicht so deutlich unterschiedlich von Ihnen anhören, könnte ich mir vorstellen. Oder wie sieht das sozusagen die andere Seite, die die Wohnungen bauen und pflegen und modernisieren soll vor allen Dingen? Ja, also ich würde mal sagen, das kann sich gar nicht wesentlich anders anhören. Aber ich will vielleicht nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen, doch nochmal auf den Bestand. Weil Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, es sind 42 Millionen Wohnungen, die im Bestand sind, versus ja 300, 400.000 Neubauwohnungen. Also das macht ja schon das Verhältnis deutlich. Also es ist eigentlich eine Tragödie, muss ich sagen. Unsere Unternehmen haben sich jetzt in den letzten Jahren so mehr oder minder schnell oder verhalten auf dem Weg gemacht, dieses Ziel vernünftig zu definieren, also Klimaneutralität 2045. Und auch eine Strategie zu entwickeln, einen Plan zu entwickeln, wie man dorthin kommen kann. Das ist ja nicht trivial. Sie haben ihre Portfolien geclustert, haben geguckt, wo man was machen muss an baulichen Maßnahmen, wie man eine CO2-freie Beheizungssituation entweder über Fernwärme erreichen kann oder über Quartiers- und Nahwärmekonzepte. Da ist noch einiges zu leisten. Oder eben auch durch Einsatz erneuerbarer Energien vor Ort. Und eigentlich muss man sagen, das spiegeln mir zumindest meine Unternehmen wider, sind alle diese Pläne jetzt zerschossen. Ja? Also zumindest das, was jetzt für die nächsten Jahre konkret runtergebrochen ist. Weil natürlich die Investitionen nicht zu diesen Kosten erfolgen können. Die Gründe hat Lukas Siebenkotten angesprochen. Material fehlt, Handwerker fehlen. Und auch wenn der Krieg zu Ende ist, werden ja die Materialien nicht ohne weiteres, die wir bislang bezogen haben aus der Ukraine und so weiter, dann wieder da sein. Ja? Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist natürlich, dass durch diese ganze Krisensituation nicht nur die Preise steigen, sondern auch die Finanzierungskosten deutlich steigen. Also die Finanzierungspläne gehen nicht mehr auf. Und wir landen am Ende dann bei Mieten natürlich, die Klientel unserer Mitgliedsunternehmen gar nicht bezahlen kann. Und insoweit ist das eigentlich die große Herausforderung. Jetzt kann man sagen, ja okay, wenn jetzt die Energiepreise steigen, dann rechnen sich energetische Maßnahmen vielleicht eher, ja, weil die Einsparung jetzt messbarer ist. Aber dennoch steigen natürlich die Kostenbelastung, die Warmkostenbelastung insgesamt massiv an. Und das wird viele, viele Bürger überfordern. Das ist eigentlich so die Herausforderung, vor der wir stehen. Frau Metz, das waren jetzt so die Aufgaben und Hemmnisse aus Sicht sozusagen derjenigen, die Wohnungsbau schaffen, diejenigen, die Wohnungsbau nutzen, also sozusagen letzter wir alle irgendwie. Was ist aus Sicht des Klimaschutzes sozusagen die zentrale Aufgabe und vielleicht auch aus Ihrer Sicht das Hemmnis der Umsetzung? Die Bezahlbarkeit und der Klimaschutz hängen eng zusammen. Und ich denke, das ist ja etwas, was wir jetzt überdeutlich sehen können mit der Ukraine-Krise und den steigenden Preisen. Es ist immer so ein bisschen müßig, der Blick zurück, aber manchmal lernt man daraus ja auch was. Warum stehen wir jetzt da, wo wir stehen? Warum sind die Belastungen so hoch? Weil in den letzten Jahren eben nicht saniert worden ist. Und das trifft eben insbesondere die einkommensschwachen Menschen, denn die leben, und das kann man sich ja anhand der Zahlen anschauen, überproportional viel in Wohnungen, die unsaniert sind. Entsprechend steigen dann auch die Kosten. Es gibt so eine Größenordnung, die ich gelesen habe, für eine vierköpfige Familie, die in einer Wohnung lebt, die mit Gas beheizt wird, werden das Nachzahlungen sein, alleine für dieses Jahr von ungefähr 1.800 Euro. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was das heißt für eine Familie mit niedrigem Einkommen und einer gleichzeitigen Inflation, die wir haben. Das sind Belastungen, die eben nicht mehr zu leisten sind. Insofern ist das, was eine Bundesregierung bezogen auf eine Bezahlbarkeit machen muss, natürlich ganz schnell zu sanieren. Und die Frau Esser hat es gesagt, die Problemlösung liegt im Bestand und dort müssen wir die Antworten finden. Das wird nicht gehen, ohne dass wir oder die Bundesregierung entsprechend Förderung einsetzt. Ich habe das auch gelesen, wir sollen das nicht sagen. Und so ganz zentral möchte ich das auch gar nicht tun, weil das Problem an der Förderung ist ja im Moment, dass sie sehr
Man kann natürlich sagen, jetzt gibt es noch mehr Milliarden und dann lege ich das genauso hin wie in den letzten 10 Jahren und es wird sich nichts ändern. Der meiste Teil landet im Neubau und im Bestand eben viel weniger. Das heißt, eine differenzierte Form der Förderung wäre etwas, was dringend notwendig ist, wenn man da tatsächlich auf die Zielgerade kommen möchte. Und was die 400.000 Wohnungen angeht, die neu gebaut werden sollen, ich habe ja von der Bauministerin gehört, dass es nicht alles der Neubau sein soll. Das ist gut, da beziehe ich mich nochmal auf die Materialknappheit, die wir haben. Für eine Sanierung brauchen Sie 2/3 weniger Material als für einen Neubau. Und das muss natürlich mit betrachtet werden. Insofern macht es wahnsinnig viel Sinn, ganz gezielt in die Bestandssanierung hineinzugehen und weniger Neubau zu machen. Der Neubau bringt ja auch viele Probleme mit sich. Und auch das Wörtchen Suffizienz habe ich von der Bauministerin jetzt mehrfach gehört in Gesprächen. Ich denke, das ist auch etwas, was man adressieren muss. Wenn der Wohnraum knapp ist, muss man sich die Frage stellen, ja, möglicherweise können wir es uns nicht mehr erlauben, dass die Wohnquadratmeter pro Person stetig weiter ansteigen, damit natürlich auch der Energieverbrauch weiter hoch bleibt. Auch das muss adressiert werden. Ich habe noch keine ganz konkreten Lösungen gehört, wie das genau funktionieren soll. Und da endlich jetzt damit, das kann man vielleicht später noch mal genauer ausführen. Wir werden das Ganze nicht schaffen, wenn wir nicht die kommunalen VertreterInnen mit ansprechen. Die Kommunen sind diejenigen, die die Dinge umsetzen müssen. In der Wärmewende, in der Gebäudewende. Und kommunale Strukturen sind jeweils unterschiedlich. Die müssen speziell und individuell betrachtet werden. Und dann braucht es Lösungen, die Planungssicherheit bieten, auch für die Menschen, die in diesen Kommunen leben. Und Lösungsvorschläge müssen vor Ort erarbeitet werden. Das heißt, neben einer kommunalen Wärmeplanung brauchen wir eine kommunale Sanierungsplanung, die auf einer Zielgeraden sicherstellt, dass wir die Klimaneutralität erreichen können. Vielen Dank für das letzte Stichwort. Ich glaube, das wird uns nachher noch mal ein bisschen beschäftigen, weil ich sehe da ähnliche Ansätze. Aber wir wollen doch noch mal dem Ministerium, was jetzt 5 Monate Zeit hatte, sich warm zu laufen. Also wir haben durchaus Verständnis, für, dass Sie jetzt schon außer Puste geraten. Aber Sie sitzen dazwischen, Sie sollen Politik umsetzen. Wie glauben Sie, sollten die Grundlinien Ihrer Politik sein? Naja, die Puste ist uns bis jetzt noch nicht ausgegangen. Also sag mal, wir sind momentan dabei, Sie hatten das ja gesagt, ein neues Ministerium aufzubauen. Das ist gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil das Thema, um was es heute geht, eines der wichtigsten Themen überhaupt in Deutschland ist. Und das ist wirklich, muss man auch sagen, unabhängig jetzt von dem Ukraine-Krieg, von Herausforderungen, die wir seit Corona haben mit den Lieferengpässen. Das Thema ist nicht weg, das wird ja weiterhin bleiben. Das heißt, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und das ist für uns natürlich die mit eine der Grundlinien, gleichzeitig aber auch, und die Herausforderung ist ja hier schon angesprochen worden, brauchen mehr Energieeffizienz in den Gebäuden. Das heißt, wir müssen einen Mix finden, einmal aus Neubau und auch im Bestand, was die Sanierung betrifft. Und nun haben wir natürlich gewisse Zielzahlen bei der Reduzierung von CO2 in Gebäuden. Reden wir von einer Halbierung des CO2-Ausstoßes innerhalb von 8 Jahren. Und wir reden von der Zielzahl 400.000 beim Wohnungsbau. Und wir sind gar nicht so weit weg, sage ich jetzt auch mal, wenn man sich die Zahlen, und das wird sich auch zeigen, im letzten Jahr auch ansieht. Wir haben Baugenehmigungen 380.000. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass bei den Baufertigstellungen wir auch relativ nah an der Zahl sind. Insofern ist es immer noch richtig und war es auch richtig, diese Zahl zu nennen. Und Sie hatten es ja auch eingangs gesagt, ich war ja eine Zeit lang in Hamburg. Ich durfte damals auch im Rator sozusagen mit bei diesem Bündnis für Wohnen auch in Hamburg dabei sein. Wir hatten uns ja damals auch diese Zielzahl gesetzt. Was wir jetzt hinbekommen müssen, ist einfach auch zusammen. Und hier sitzen ja auch ein Teil der Akteure, die im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum auch mit drin sitzen, mit den Partnern uns an den Tisch zu setzen und angesichts der neuen Herausforderung auch zu schauen, was müssen wir noch tun? Oder was müssen wir tun, damit wir diese Herausforderung auch angehen können? Und das sind unterschiedliche Positionen, keine Frage. Aber das wird auch die Aufgabe der Bundesregierung sein. Und vielleicht nochmal auch auf das zurückzukommen, was Frau Metz gesagt hat. Klar, es muss vor Ort in den Kommunen umgesetzt werden. Das habe ich in Hamburg miterlebt und die Kommunen sind diejenigen, die das auch machen. Aber es ist natürlich jetzt auch als Signal von der Bundesseite auch zu sehen, dass man das bündelt sozusagen. Und natürlich geht es auch um finanzielle Maßnahmen, die man dann auch einsteuern muss, was wir auch im Haushalt letztendlich gemacht haben für den sozialen Wohnungsbau. Aber wir müssen sozusagen alle an einem Tisch auch sitzen und darüber reden. Und die kommunalen Spitzenverbände sind ja da auch mit dabei, weil, wie gesagt, die Umsetzung auch letztendlich vor Ort erfolgen muss. Stichwort Umsetzung.
Ein Problem ist ja auch ein zeitliches schlichtweg. Nicht? Wir sprechen jetzt über 23 Jahre. Der Gebäudesektor hat 30 Jahre gebraucht. Aber immerhin hat er 43% CO2 eingespart, obwohl wir 9 Millionen Wohnungen gebaut haben und die Wohnfläche um 42% vergrößert haben. Aber jetzt geht es um Zeit und um deutlich verschärfte Zeit. Was wollen wir tun? Nur noch High-End bauen, High-End klimaneutral sanieren, Lukas Siebenkotten? Oder anders, moderater rangehen, in Schritten? Ja, also ich bin ja froh, weil die Frage stand auch in dem Katalog, wo stand, dass ich keine staatliche Förderung fordern darf. Deswegen habe ich sie vorher schon gelesen. Also die Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, wie man sie stellen kann. Zuallererst mal würde ich Frau Metz zustimmen und Frau Esser ebenfalls, dass wir einen viel größeren und stärkeren Augenmerk auf den Bestand legen müssen, als wir das bisher getan haben. Und das heißt also, es müssen auch besonders viele Mittel in den Bestand gesteckt werden. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens wegen des Klimaschutzes, zweitens aber auch um den Wohnraum, um den es da geht, bezahlbar zu halten. Denn wir haben nichts davon, wenn wir ein bisschen was bauen und im Bestand die Mieten immer weiter nach oben gehen, weil die Leute, die heute in halbwegs bezahlbaren Wohnungen wohnen, die müssen das auch in Zukunft dürfen können. So. Also das ist ganz entscheidend. Es muss mehr in Richtung Bestand gehen. So, und jetzt überlegen wir uns mal zum Neubau, der, wie wir eben festgestellt haben, nicht gerade übermäßig viel ausmacht, wenn man das Gesamtvolumen betrachtet, um das es hier geht. Wo ist dann eigentlich das Problem, um zu sagen, beim Neubau, der ohnehin nicht so wahnsinnig viel ausmacht, da machen wir High-End, um Ihre Worte aufzugreifen. Ich will das einfach mal hier in den Saal werfen. Das wird dazu führen, dass wir jetzt mal zu einer kontroversen Debatte kommen. Das ist das Gute daran. Ich meine, da kann man durchaus dann sagen, da müssen wir uns nicht hoch mehr rumbaldowern, ob wir jetzt Effizienzhaus 55, 40 oder sonst irgendwas haben. Da können wir tatsächlich richtig strikte Vorgaben machen, wenn wir uns viel mehr als bisher gleichzeitig um den Bestand kümmern. Ist jetzt mal eine provokative These, also im Neubau richtig ranklotzen, was den Klimaschutz und die CO2-Einsparung betrifft, im Bestand jede Menge tun, um ihn bezahlbar zu halten und zwar gleichzeitig natürlich saniert bezahlbar zu halten. Das ist klar, weil beide Themen dabei eine wesentliche Rolle spielen. Frau Esser, also im Neubau realisieren wir die feuchten Träume unserer Energieberaterinnen. Bin jetzt mal auch ein bisschen pointiert. Und der Bestand wird dann sozusagen wird dann moderat saniert, nach und nach. Wie habe ich das verstanden? Ist das eine Lösung? Auch. Also ich will aber dennoch mit dem Bestand anfangen. Also im Bestand müssen wir vernünftig rangehen. Ja? Also wir müssen so sanieren, dass wir eine Niedertemperaturfähigkeit erreichen können. Also vernünftiger Wärmeschutz, die Radiatoren so, dass sie eben auch tatsächlich niedertemperaturfähig sind, aber mit moderaten Kosten. Und dann müssen wir eben das Gesamtsystem mitdenken. Wir müssen gucken, wie kommen wir an erneuerbare Wärme. Da stimme ich den Vorrednern zu. Da nimmt die Kommune eine immense Rolle ein. Kommunale Wärmeplanung, Häkchen dran. Aber auch Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort über Photovoltaik, über Geothermie, je nachdem, wo es passt. Und Nutzung vor Ort. Da brauchen wir allerdings einfach noch ein bisschen bessere Rahmenbedingungen, weil ich sage mal, Wohnungsunternehmen sind keine Energieversorgungsunternehmen, sondern einfach Vermieter. Also ich glaube... Ja, also wir würden die Mieter gerne mit Energie versorgen, aber wir wollen keine Energieversorgungsunternehmen mit den Regulatorik sein. Ja, also ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Also dann können wir das für den Bestand, glaube ich, ganz gut auf den Weg bringen. Was den Neubau anbelangt, ja, man kann natürlich sagen, okay, wir nehmen da jetzt wirklich eher, ich bleibe jetzt mal in der bekannten Systematik der KfW, in der eher wir streben da EH 40 an. Aber also muss man wieder sagen, ich meine, ich zitiere jetzt Sie, Herr Wahlberg, und den Professor Bienert, die ja von zwei unterschiedlichen Seiten das gerechnet haben, dass es einfach nicht
effizient ist. Also weder technisch effizient noch volkswirtschaftlich effizient, weil es zu hohe Kosten verursacht, als dass es also im Verhältnis zu dem tatsächlichen Mehrwert dieser Gebäude. Und will noch ein zweites Thema ansprechen, wofür natürlich auch Herr Bösinger Verantwortung trägt. Wir haben eine EU-Taxonomieverordnung, die grüne Finanzierungen nur noch ermöglicht, wenn man 10% unter dem nationalen Niedrigstenergiestandard bleibt. Und wenn wir bei EH40 sind, muss ich ja schon Passivhaus bauen, damit überhaupt ich noch eine grüne Finanzierung bekomme. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Und da würde ich dann sagen, also wenn man jetzt tatsächlich, und wir brauchen ja nicht einfach nur Neubau, sondern wir brauchen Neubau im sozialen Wohnungsbau und darüber hinaus im bezahlbaren Segment. Also das, was nicht mehr Sozialmiete ist, sondern was, ich sage mal, 1,50 Euro oder 2 Euro mehr kostet, aber was nicht Marktmiete ist. Und insoweit müssen wir uns da einfach auch kostenmäßig so weit reduzieren, dass wir diese Miete erreichen können. Und wenn jetzt zum Beispiel die EH55-Förderung für Mehrfamilienhäuser weggefallen ist, dann fehlen im sozialen Wohnungsbau 18.000 Euro pro WE. Das wird jetzt ausgeglichen, dieses Jahr über diese Klimamilliarde, Gott sei Dank. Aber nächstes Jahr fehlen die ja dennoch. Also irgendwo muss das ja ausgeglichen werden. Und das steckt ja jetzt bei uns nicht der Bauherr ein, sondern das wird ja 1:1 an den Mieter weitergegeben. Ansonsten werden die Neubaumieten so hoch sein, dass sie keiner der normalen Bevölkerungsmieter bezahlen kann. Und das, glaube ich, will doch keiner. Herr Bösinger, Bundesregierung kann Ordnungsrecht erlassen, Bundesregierung kann Geld in den Markt stecken. Oder kann Bundesregierung noch mehr? Nein, das sind die wesentlichen Hauptpunkte. Ne? Also, sagen wir mal, das eine hatten Sie ja gefragt, in der Umsetzung. Wir brauchen einen Mix aus Neubau und Bestand. Ich meine, wenn man sich Städte anschaut, die Ballungsräume wie Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, Berlin, ist auch klar, dass man ohne Neubau nicht hinkommt, um den Preis zu senken. Das ist einfach so. Das habe ich zumindest auch mal an der Uni gelernt. Deswegen wird es Neubau immer geben. Und natürlich müssen wir auch in Bestand reingehen, ist keine Frage. Sie haben es aber angesprochen, wir müssen es im Schnelllauf machen. Der Zeitfaktor spielt letztendlich auch eine Rolle. Es wird auch um Verdichtung gehen. Es wird auch um, ich sage mal, vierte, fünfte Etage Aufbau letztendlich gehen. Das ist ja auch ein Stück weit, was man machen muss. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen schrittweise reingehen. Also bei dem ganzen Thema Förderprogramm passiert es ja, wir haben EH40 jetzt, war ja gedeckelt auf 1 Milliarde. Das ist innerhalb von wenigen Stunden, hat ja jeder mitbekommen, sozusagen abgeschöpft. Das heißt, es gab dann eine sehr hohe Nachfrage. Es gibt jetzt ein Folgeprogramm, wo wir die nachhaltige Elemente mit drin haben, sozusagen schon vorweg des Qualitätssiegels. Das läuft bis Ende dieses Jahres. Und da sind jetzt schon über 100 Millionen auch schon abgeflossen. Das ist auch nicht so, dass es jetzt da auch keine Nachfrage gibt. Und wir sind momentan dran mit dem Bundeswirtschaftsministerium und Klimaministerium, dann auch die Förderung für den 1.1.23 dann auch klarzumachen, weil die Branche, und Frau Esser hat auch recht, Planbarkeit, Verlässlichkeit letztendlich auch braucht. Ich glaube aber, das hat ja auch der Hochlauf gezeigt, dass man auch eine andere Programmförderung letztendlich auch braucht, weil bei der KfW 55-Förderung ist das ja sozusagen übergelaufen. Das war ja ein wahnsinniger Run auf diese Förderung. Und vielen Dank. Insofern müssen wir da auch nachsteuern. Im sozialen Wohnungsbau, das war ja der zweite Teil neben Ordnungsrecht, ist es schon so, dass wir da auch nachgesteuert haben. Wir haben bisher 2 Milliarden. Das ist einmal die Klimamilliarde, die Frau Esser angesprochen hat, und die Milliarde für den sozialen Wohnungsbau. Wir werden jetzt bis 2026, in der Mittelfristplanung, werden wir 8,5 Milliarden mehr für den sozialen Wohnungsbau als Bund zur Verfügung stellen. Die Länder tragen ja auch ihren Anteil und wir erwarten natürlich auch von der Bundesseite, dass die Länder sich entsprechend beteiligen. Und wir haben natürlich bewusst auch dieses Signal gesetzt, dass es in dem Bereich auch weiter vorangeht. Das sind so die Punkte, die wir auch steuern können, die wir auch machen. Also die Bundesmittel wurden signifikant aufgestockt, nicht ganz auf die 6 Milliarden, wie
mal so ursprünglich berechnet, aber eine anerkennenswerte Größe, das muss man deutlich so sagen. Ich würde aber gerne jetzt nochmal das auch mehr auf den Punkt bringen, auch unser eigentlich sozusagen erstes Wort im Text. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Diskussionen erlebt und da wurde dann am Ende Klimaneutralität und Sozialverträglichkeit immer so irgendwie zusammen verschwurbelt. Aber jetzt mal ganz konkret, bitte an alle, ganz konkret, die Umsetzung der der Sozialverträglichkeit angesichts der Herausforderungen, die sich uns stellen. Wie ganz konkret wollen wir das erreichen? Herr Siebenkotten. Meines Erachtens geht es nur, wenn genügend Fördermittel, tut mir leid, zur Verfügung gestellt werden, damit das machbar ist. Das, was ich eben gesagt habe über den Neubau, wo ich gesagt habe, lass uns doch da mal über High-End diskutieren, das habe ich mir natürlich auch nicht so vorgestellt, dass derjenige, der den Neubau errichtet, das alles alleine finanzieren muss. Das habe ich mir nicht so vorgestellt, sondern natürlich ist es auch da eine wichtige Aufgabe, das vernünftig zu unterstützen. Das heißt, es hängt letztlich alles daran, dass wir Förderungen haben, die es für diejenigen, die es machen sollen, ja, sagen wir mal vorsichtig, attraktiv machen, das Ding auch zu wuppen. Das ist eigentlich der ganz entscheidende Punkt. Ja, und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ich will jetzt nicht die Militärausgaben als Beispiel heranziehen, weil das ist für mich eine ganz besondere Situation und ganz besondere Geschichte. Aber wir sind ein Land, das sich das eigentlich leisten kann. Wenn ich jetzt mal nicht über den Krieg nachdenke, sondern über die Situation, die wir vorher hatten. Wenn wir nicht das Land sind, das sich so etwas leisten kann, wer soll es denn dann können auf dieser Erde? Ja, also das muss man auch mal sehen. Das heißt, es ist eine Frage, wo stecke ich das Geld des Steuerzahlers, um das geht es ja, wo stecke ich das rein? Und ich finde, wir brauchen Leute, die sowohl bezahlbaren Neubau produzieren, als auch solche, die sich intensiv um die Bestandssanierung kümmern. Und das geht nicht ohne Geld. Und jetzt will ich auch mal sehr deutlich sagen, jawohl, das neue Bauministerium hat sich um diese Themen bereits gekümmert. Ich glaube, wir brauchen noch eine ganze Menge mehr, aber es ist in die richtige Richtung gelaufen und es ist sowohl insbesondere beim sozialen Wohnungsbau erkennbar, dass da mehr reingesteckt wird und darüber bin ich froh, denn ich, das will ich auch mal sagen, hatte mir vorher das nicht vorgestellt. Ich hatte eher Angst davor, dass das, was schon in der alten Koalition so überlegt worden war, dass da eher was von abgeknapst würde. Zugunsten von sonst wem. Das ist nicht passiert und im Gegenteil, es ist sogar mehr dazugekommen. Das ist also richtig gut. An der Stelle kann man also auch die Bundesregierung insoweit mal loben. Aber wenn wir das so erreichen wollen, wie ich es versucht habe darzustellen, dann wird es nicht ohne erhebliche finanzielle Mittel gehen und dann wird es nicht gehen ohne eine Überarbeitung der entsprechenden Förderrichtlinien und Bedingungen. Übrigens nur ganz am Rande 16 unterschiedliche Bundesländerregelungen, das ist ja auch ein Scherz, ne? Also eigentlich müsste es doch mal möglich sein, dass man sich da mal auf vielleicht zwei Varianten einigt anstatt 16. Aber das nur mal ganz am Rande. Wir haben halt 16 Bundesländer. Also nochmal der langen Rede kurzer Sinn. Ohne erhebliche, auch zusätzliche Förderprogramme wird das nicht gehen. Und die werden wir deswegen bekommen müssen, weil ansonsten wird es nicht passieren. Es ist völlig klar, diejenigen, die bauen sollen, werden nicht bauen, wenn sie nicht die entsprechende Unterstützung bekommen. Und letzte Bemerkung, es wird ja immer gesagt, das soll dann alles oder vieles soll über den öffentlichen Wohnungsbausektor passieren, also bei den öffentlichen Unternehmen passieren, also den Unternehmen, die unter anderem bei Ihnen organisiert sind. Ja, die sind ganz wichtig und die sind in vielerlei Hinsicht Vorreiter, aber alleine können die das nicht schaffen. Das heißt, wir müssen vernünftige Förderbedingungen für Private haben. Ja, das in meinen Kreisen ist es manchmal schwierig, sowas zu sagen, dass wir Förderbedingungen für Private brauchen. Aber die brauchen wir, weil die Privaten müssen es mitwuppen. Und so wichtig der GdW auch ist, ich weiß gar nicht genau, wie viel Prozent der Mietwohnungen in Händen von GdW-Unternehmen sind, aber es ist ganz weit noch von der Hälfte entfernt. Bitte? Ein Drittel ungefähr. Und wir brauchen jede Menge Private, die auch mitspielen. Und für die muss es auch spannende Förderbedingungen geben. Die sind vielleicht andere übrigens als die für Frau Essers Unternehmen. Das nur mal ganz am Rande. Aber das Stichwort ist schon eine effiziente Subventionspolitik. Das nehme ich da raus.
Und übrigens, das war hier kein Wortverbot. Also ich habe das auch nicht verstanden. Die dankbaren Hinweise, Regiehinweise der Veranstaltung. Ja, aber es hat uns Spaß gemacht und deswegen haben wir jetzt darauf hingewiesen. Nee, muss ja auch. Ja. Ne? Sowas ruft er ja auch so. Ne? Ja, genau. Frau Esser, wie genau Sozialverträglichkeit? Ja, wir haben konkrete Vorschläge dazu unterbreitet. Wir haben ja also einen Vorschlag unterbreitet, auch schon im Zusammenhang mit der Bundestagswahl, eine Klima-Plus-Förderung. Klima-Plus-soziale Komponente. Und zwar ein Angebot auch an die Politik, dass wir für eine Förderung bestimmter Einkommensgruppen, wobei wir uns da schon ein bisschen mehr vorstellen als nur die Gruppe sozialer Wohnungsbau, sondern auch darüber hinaus, nochmal eine zusätzliche Subvention einfordern, um eben tatsächlich eine, das war unser Ansatz, mehr oder minder warmmietenneutrale Sanierung erreichen zu können. Das wird jetzt natürlich schwieriger mit den steigenden Energiepreisen. Wir hatten so gerechnet ungefähr 50 Cent pro Quadratmeter mehr, aber ansonsten konstante Warmmiete. Das war unser Ansatz und ich glaube, dieser Ansatz hat weiterhin Berechtigung und wir würden uns dafür im Gegenzug für diese Förderung und für diese es ist ein freiwilliges Angebot an die Investoren, aber verpflichten wollen, dass dann für einen sehr langen Zeitraum die Miete nur, das ist jetzt auch blöd, entsprechend Inflation, weil momentan natürlich die Inflation so hoch ist, aber Sie wissen das, also nicht jetzt. So ist es ganz genau, also dass die Miete dann für einen sehr, sehr langen Zeitraum konstant bleibt und maximal eben sehr, 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 sehr moderat steigt. Das war unser Angebot und dieses Angebot sollten wir weiter meines Erachtens mal anschauen. Frau Merz, aus Ihrem Haus, aus Ihrem Verband, Ansätze zur Frage, wie genau die Sozialverträglichkeit gesichert werden kann? Übrigens stelle ich mir das auch sowohl im Neubau als auch im Bestand vor. Gezieltes Vorgehen und zwar dort anzufangen zu sanieren, wo die Gebäude am schlechtesten sind. Dann ist es auch sozial gerecht, denn die meisten Menschen mit niedrigen Einkommen leben, wie gesagt, genau in diesen Gebäuden. Dafür gibt es ja auch jetzt irgendwann die Mindesteffizienzstandards, die auf europäischer Ebene diskutiert werden. Da würde ich wirklich dafür werben, dass die Bundesregierung dem aber vorgreift und sagt, wir haben jetzt hier schon mal sozusagen eine Systematik aufgesetzt, wie wir da vorgehen können. Eine Voraussetzung dafür ist zum Beispiel ein rechtssicheres Instrument zu identifizieren, welche Wohnungen oder welche Gebäude tatsächlich die schlechtesten sind. Und deswegen der Energieausweis, den wir jetzt haben, ist, so wie er gemacht ist, ehrlich gesagt nicht zielführend. Aber dieses Instrument kann weiterentwickelt werden. Wir brauchen den flächendeckenden Bedarfsausweis, um hier auch gezielt sanieren zu können. Und nochmal ein Wort zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es geht hier nicht um High-End-Sanierungen, die irgendwie, das klingt ja so, als wäre das was wirklich handgestricktes. Es ist Stand der Technik, ein Einfamilienhaus 40 zu bauen und auf den 55er Standard zu sanieren. Da gibt es ja auch die Studie vom VZBV dazu, die DENEF jetzt auch aufgrund der neuen Kosten, Energiekosten, die wir haben, überprüft hat und festgestellt hat, das ist sehr wirtschaftlich, auf diesen Einfamilienhausstandard 55 zu sanieren. Und das ist dann auch sozialverträglich, denn Bezahlbarkeit kriegen wir nicht hin, wenn nicht saniert wird. Denn die Energiekosten sind hoch und wenn ich nicht saniere, brauche ich viel Energie. Jetzt kann man immer noch sagen, da müssen die Leute frieren. Ich glaube, das ist aber kein gutes Argument. Sondern wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wenig Energie gebraucht wird. Und die Leute drehen jetzt schon die Heizung runter. Also alle Appelle an die Menschen, sich sparsam zu verhalten, sind zwar nett, aber das tun die Leute, denn die haben Angst vor diesen hohen Kosten. Das heißt, man muss da wirklich ansetzen, wo man Energieverbräuche reduzieren kann. Und es geht nur über die Sanierung. 25 Milliarden Euro pro Jahr brauchen wir mindestens dafür. Und das muss auch planbar und verstetigt werden. Um das Geld zu kriegen, kann man ja ein paar andere umweltschädliche Subventionen abschaffen, wie die Dienstwagenbesteuerung. Da muss man natürlich mit anderen Häusern sprechen. Oder das Dieselprivileg. Das sind viele Millionen, Milliarden Euro, die da sozusagen in die Kassen reinkommen, die man dann so gezielt auch einsetzen kann. Und der IPCC-Bericht sagt ja, in den nächsten Monaten muss umgesteuert werden. Der 6. Sachstandsbericht, der jetzt veröffentlicht wurde, der hat das sehr, sehr dringend gemacht. Wir haben nicht mehr die Zeit, auf irgendwas zu warten, sondern es muss jetzt gehandelt werden. Und deswegen, ja, Ordnungsrecht, ohne das wird es nicht gehen. Aber natürlich muss es sozialverträglich passieren. Wir können nicht
Wir müssen die Leute mitnehmen. Wenn das nicht passiert, dann wird uns das ganze Ding nicht gelingen. Also unter anderem der Energieausweis mutiert nun plötzlich zu einer Größenordnung, die er bisher nicht hatte, weil ihn eigentlich bisher kaum jemand interessiert hat für das Instrument. Ich glaube, die meisten sind auch noch Verbrauchsausweise. Die überwiegende Zahl Verbrauchsausweise gibt es gar nicht. Die müssen ja erstellt werden von den handverlesenen Energieberatern in diesem Land. Aber das ist ja nur eine der Möglichkeiten. Wie sieht das Bauministerium das? Wollen Sie die Sozialverträglichkeit herstellen, wenn andere sozusagen nur das erreichen, was high-end ist? Oder wo genau ist die Möglichkeit, den Hebel für die Bezahlbarkeit herzustellen? Na, ich glaube, das ist eine Frage, die an alle geht. Ne? Also ich sage mal, wir müssen schauen, und das ist ja der Punkt, wir müssen die Leute mitnehmen. Das heißt, es muss bezahlbar sein am Ende des Tages. Es muss, was die Zielsetzung betrifft, dürfen wir nicht Vorgaben machen, sag mal, welche Richtung man geht, sondern es muss beispielsweise technologieoffen sein. Das ist ein Punkt. Also wir müssen das Ziel, das wir wollen wir alle erreichen, da haben wir uns ja auf den Weg gemacht, aber wir müssen über gewisse Dinge sprechen, sei es über Dämmung, sei es über andere Punkte. Man kann nicht sag mal, Wärmepumpen vorschreiben, sondern man muss auch Fernwärme und andere Lösungen sozusagen zulassen. Das wird Teil, sage ich mal, unseres Gesprächs auch innerhalb des Bündnisses letztendlich auch sein. Da sitzen ja alle Partner mit am Tisch. Ich glaube nicht, das ist zumindest mein Eindruck, dass der Wille fehlt, sondern es wollen eigentlich alle. Es ist meistens oft der Weg dahin. Und zum Zweiten, natürlich muss man schauen, dass es sozial verträglich ist. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, die Bundesregierung wird ihren Teil dazu beitragen. Das ist gar keine Frage. Und natürlich wird es auch darum gehen, Incentive zu setzen. Wir haben im Koalitionsvertrag drin, dass Wohneigentumsförderung auch aufgelegt werden soll. Das werden wir auch innerhalb der Bundesregierung besprechen, auch innerhalb des Bündnisses, dass man auch sozusagen, was die private Seite betrifft, die natürlich ein Großteil, dass das Baus letztendlich auch schafft und auch betrifft, damit die letztendlich auch mitziehen. Und deswegen sind wir ja auch froh, dass wir eigentlich jetzt auch dieses Bündnis einsetzen konnten. Wir haben ja letzte Woche die erste Runde gehabt, dass wir da auch mit allen Bündnispartnern darüber reden können und die auch am Tisch haben, weil wir nochmal wirklich jetzt auch in der Umsetzung sind. Und Energieausweis nochmal, weil das Stichwort ja auch gefallen ist. Es wird ja im Rahmen Fit for 55 wird ja darüber diskutiert, das verpflichtend einzuführen. Das wird so kommen in 2025. Wir hatten im Zuge der Frage, wie ist die CO2-Preisverteilung zwischen Vermieter und Mieter, auch schon darüber gesprochen, dass man natürlich dann auch den Energieausweis beispielsweise da auch nehmen kann. Der liegt ja jetzt nicht flächendeckend vor. Es gibt ja den Vorschlag der DENA. Darüber ist auch intern gesprochen worden, aber wenn du sozusagen den nicht flächendeckend hast, kannst du den natürlich auch beim CO2-Preis momentan nicht anwenden. Aber das wäre was, was man zum 01.01.25 im Hochlauf, wenn es ohnehin europaweit umgesetzt wird, auch entsprechend einsetzen kann. Über diese Dinge muss man reden, muss man im Blick behalten. Wir reden im Grunde ja noch jetzt im Moment über Fortführung und Verschärfung sozusagen bestehender Instrumentarien. Nicht? Das war, glaube ich, so der Tenor auch der letzten Beiträge. Aber ich glaube, wir sollten uns doch alle darüber einig sein, dass wir nicht mit allen Methoden der Vergangenheit die Aufgaben der Zukunft bewältigen wollen. Und eins davon, das war eben das Stichwort, ist das Bündnis. Das eine Bündnis, was Sie ansprechen, sozusagen aufgebaut auf den Erfahrungen anderer Bündnisse, ist ja das, was auf Verbandsebenen vereinbart wird, wo sozusagen ja noch nicht operationalisiert getätigt wird, aber sozusagen auf Verbandsebenen wird ein Common Sense hergestellt. Aber das ist ja nur sozusagen die Metaebene. Wie ist es denn da weiter drunter? Brauchen wir nicht komplett neue Kooperationen, neue Zusammenarbeit, um das Thema zu bewältigen? Also Stichwort ist ja eins schon gefallen, möglicherweise ein ganz anderer Handlungsbedarf bei den Kommunen, also da, wo es umgesetzt wird. Lukas Siebenkotten, so als ehemaliger Bürgermeister, was geschieht dort vor Ort? Wo und wie müssen wir künftig zusammenarbeiten, um das überhaupt zu schaffen? Also zunächst mal müssen natürlich diejenigen, die sonst manchmal auf verschiedenen Seiten der Barrikade gesessen haben, gucken, ob die Barrikade nicht an bestimmten Stellen überflüssig ist. Und ob man nicht auch, das fängt bei der Verbandsebene an, bezogen auf bestimmte Punkte mehr kooperiert. Man merkt ja vielleicht, ich habe zum Beispiel heute überhaupt noch kein Wort über das Mietrecht gesagt. Ja? Also ich finde, das ist schon sehr entgegenkommend, ja, angesichts der Tatsache, dass wir deutlich steigende Nebenkosten haben werden in der nächsten Zeit. Das ist ja vollkommen klar, durch die Energiekostensprünge könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, dann ist ja das Konzept des Mieterbundes, nämlich
die Steigerungsmöglichkeiten der eigentlichen Miete doch heftig zu begrenzen, ist dann ja vielleicht inzwischen ein sehr probates Mittel, weil wir ja sowieso bei der sogenannten zweiten Miete erheblich mehr bezahlen müssen als bisher. Vielleicht wäre das schon mal so ein Punkt, wo man sich dann vielleicht mal verständigen könnte und eine Barrikade mal abbauen könnte. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass wir auf der Verbandsebene, auf Bundesverbandsebene durchaus eine ganze Reihe von Kooperationen haben, die über das hinausgehen, was sich vielleicht mancher vorstellen kann. So, und jetzt Strich und Kommune. Ich kann mich daran erinnern, ich war Bürgermeister Ende der 90er Jahre, das kommt einem fast vor wie in einer völlig vergangenen Zeit. Ich kann mich daran erinnern, dass wir immer geguckt haben, wenn wir was machen sollten, im Baubereich, im Ausweisungsbereich, im Plan von Bebauungsplänen und so weiter, wir haben geguckt, können wir irgendwo Zuschüsse herkriegen? Gibt es irgendwo einen, der uns dabei unterstützt? Und unser Kämmerer, der hatte damals immer so die Aura, dass wenn man 10% Unterstützung kriegt, dann hatte er auf einmal die anderen 90%, die er sonst gar nicht gehabt hätte, um sie zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, dass bei Kommunen die konkrete Ansprache erforderlich ist. Man muss konkret mit den Bürgermeistern, mit den Baudezernenten und so weiter drüber sprechen, was könntest du denn tun und wobei kann ich dir da helfen? Also gibt es da Möglichkeiten, wie ich dir dabei helfen kann? Und es ist aber anders, als wir es in den 90er Jahren gemacht haben, denn ich erinnere mich noch an einen großen Bebauungsplan, den wir gemacht haben. Und da standen dann hinterher fast ausschließlich Einfamilienhäuser in Reihen, immerhin Reihenhäuser, also nicht alles freistehende Einfamilienhäuser. Würde man heute so nicht mehr machen, wie wir das damals gemacht haben. Auch ich würde das nicht mehr so machen. Also konkrete Ansprache der Kommunen mit konkreten Hilfsangeboten oder Unterstützungsangeboten, wo kann man hier fördertechnisch oder wie auch immer behilflich sein und möglicherweise auch mit Know-how behilflich sein. Denn wenn Kommunen eine gewisse Größe nicht überschreiten, dann fehlt ihnen in der Verwaltung auch das Know-how für sowas. Ja, das ist natürlich nicht in Berlin so und das ist auch in Städten mit über 100.000 Einwohnern nicht so, aber die meisten Menschen wohnen gar nicht in Städten mit über 100.000 Einwohnern und auch dort gibt es Bereiche, in denen es richtig knallt und in denen was getan werden muss. Also von daher, je konkreter und je unmittelbar ansprechender, desto besser, was die Kommune betrifft und ich teile die Auffassung, die Handlungsoption liegt auf der Seite der Kommune. Ein Land kann praktisch nicht selber bauen, außer wenn es irgendeine entsprechende Gesellschaft unterhält oder ähnliches. Und der Bund, ja, der kann auch selber bauen, aber das, was er selber baut auf seinen eigenen Flächen, wird bei Weitem nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Also Handlungsfeld Kommune, kommunaler Handlungsbedarf auch, aber das geht ja dann in Richtung auch Quartierssanierung und all diese Potenziale. Wie sehen Sie das, Frau Esser? Ja, also wir brauchen ganz viele Kooperationen. Also auf der kommunalen Seite stimme ich mit Lukas Siebenkotten überein, brauchen wir also vor allem das Instrument der kommunalen Wärmeplanung. Weil wenn wir jetzt also gerade auch Neubau machen und uns über Klimapfad austauschen, dann müssen wir wissen, kommen wir an eine dann irgendwann CO2-freie Fernwärme dran? Oder wo brauchen wir Quartierskonzepte oder wo müssen wir selber auf eigenständige Lösungen im Gebäude oder im Gebäudekomplex setzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Zweitens, wir brauchen, da sind wir aber auch sehr aktiv dran, Kooperationen mit den Energieerzeugern vor Ort. Also viele unserer Unternehmen, der Großen, werden das Thema Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort und Nutzung alleine können. Aber die große Masse der Kleinen kann das nicht alleine. Die brauchen vernünftige Partner und das sollten vorrangig natürlich auch die Versorger vor Ort sein. Manchmal stellen sie sich ein bisschen dumm an, dann müssen wir eigenständige Lösungen finden. Also in München war das ja eine Katastrophe, aber da hat sich ja jetzt eine Initiative gebildet und die haben jetzt eine eigene Energiegenossenschaft für die Wohnungswirtschaft gegründet, läuft richtig gut. Und dann brauchen wir aber auch noch Kooperationen mit der Bauwirtschaft. Wir sind ja damals adressiert worden in der Baukostensenkungskommission, dass wir mit der Bauindustrie gemeinsam das Thema serielles und modulares Bauen voranbringen sollen. Wir haben das getan mit der Rahmenvereinbarung, die jetzt richtig ins Laufen kommt, allerdings nächstes Jahr ausläuft.
Also wir werden da eine Rahmenvereinbarung 2.0 angehen. Da wünschen wir uns natürlich auch die Unterstützung Ihres Hauses, Herr Bösinger, aber ist ja schon adressiert. Also da wollen wir weiterkommen, weil wir schon sehen, dass mit dem seriellen und modularen Bauen vielleicht nicht billiger gebaut werden kann. Die brauchen die gleichen Rohstoffe, aber anders gebaut werden kann. Schneller, qualitativ, sehr, sehr hochwertig und vor allem natürlich der Fachkräftemangel auch mit den besonderen, besseren Arbeitssituationen in der Halle einfach vorteilhaft ist. Es wird das konventionelle Bauen nie ersetzen, aber es ist eine gute Beimischung. Und jetzt wünschen wir uns eigentlich, dass aus diesem seriellen Neubau auch nochmal eine richtige Bewegung startet zur seriellen Sanierung. Das läuft sehr langsam an. Also diese serielle Sanierung auch nach Energiesprong, da bräuchten wir jetzt auch nochmal Bauunternehmungen, die einfach sich diesem Thema widmen. Die sind aber leider meistens so ausgebucht, die Bauunternehmungen, dass sie sagen, wir haben jetzt überhaupt keine Kapazitäten, dass wir noch so eine neue Reihe aufbauen. Aber da müssten wir vielleicht auch mit Wirtschaftsanreizen, ja, die so ein bisschen auf die Spur setzen, dass sie sich dieser Thematik nähern. Weil das ist natürlich echt ein tolles Konzept, wie man bis zu 4-geschossige Gebäude, von denen wir ja reichlich über die Republik haben, tatsächlich zu Net-Zero-Gebäuden entwickeln können. Und ich glaube, dass das ist einfach, das müssen wir tun. Ja. Frau Metz, Sie hatten das Stichwort der kommunalen Verantwortung auch eingebracht eben. Haben Sie noch mehr Ideen sozusagen darüber hinaus, was an Kooperationen, an möglichen Kooperationen denkbar ist, um das Thema auch zu beschleunigen? Ja, also ich würde wirklich dafür werben oder das nochmal erklären, was ich auch mit der kommunalen Betrachtung meine. Und zwar, wir reden ja hier auch die ganze Zeit über die Wohngebäude, aber es gibt ja noch eine Zahl an anderen Gebäuden, zum Beispiel die öffentlichen Gebäude. Und da, gerade Schulen sind ja teilweise in einem wirklich sehr, sehr maroden Zustand, was ehrlich gesagt ziemlich erschreckend ist. Das heißt, wenn ich da auch ansetze, kann ich sehr viel Energie einsparen. Und ich glaube, wenn man in einer Kommune eine Kommune hat, dann muss man erstmal identifizieren, wie viele alte Ein- und Zweifamilienhäuser habe ich. Da habe ich das größte Problem. Die sind eigentlich die Gebäude, die zuerst saniert werden müssen. Wie viele Mehrfamilienhäuser habe ich da? Die stehen eigentlich besser da. Wie viele öffentliche Gebäude habe ich, die ich als Land, als Kommune zuerst sanieren kann? Weil da habe ich ja Entscheidungsmacht auch drüber, um dann in einem Fahrplan wirklich ganz gezielt vorzugehen und mir dann auch zu überlegen, klar, eine Wärmepumpe im Neubau, gar kein Problem. Beim Einfamilienhaus können Sie einbauen. Sie werden aber Siedlungen haben, wo das einfach schwierig ist. Und dann muss man sich überlegen, habe ich ein Niedrigtemperatur-Wärmenetz, in das ich möglicherweise, weil ich Industrie habe, industrielle Abwärme mit reingeben kann, um das eben zu nutzen. Und diese Konzepte, die das insgesamt betrachten, die fehlen eben. Und dann kann ich auch entsprechend als Kommune ja auch Vorgaben machen, auch was Standards zum Beispiel angeht. Insofern, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man da erstmal identifiziert, wo setze ich zuerst an, mit einer Planungssicherheit dann auch dafür sorgen kann, dass entsprechend Handwerk und Fachkräfte, das ist ja heute auch noch nicht gesagt worden, Fachkräftemangel wird sonst auch immer natürlich nochmal diskutiert, dass das eben dann auch mit vorgehalten werden kann, hoffentlich, weil man eben das planen kann und dann eben auch deutlich machen kann, bis 2045 erreichen wir die Klimaneutralität. Wenn das so ein Chaos ist an verschiedenen Strategien, die alle nicht zusammenpassen, dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Und vielleicht ein Beispiel, und ich habe mich auch gefreut, weil ich hatte das mit der Bauministerin auch in einem Gespräch nochmal thematisiert gehabt. Ich komme aus einer Kommune in Franken und dort gibt es natürlich wahnsinnig viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Praktisch meine ganze Verwandtschaft lebt da drin. Und natürlich, die Kinder ziehen alle aus, bloß wo sollen die Leute hin? Es gibt eben keine kleinere Wohneinheit in der Kommune, die wollen ja nicht irgendwo anders hinziehen. Und jetzt hat in dem Fall die Stadt Herrieden gesagt, na, dann bauen wir jetzt kleine Wohneinheiten und bieten die diesen Leuten an. Die waren sofort weg und es sind alles Leute, die in Einfamilienhäusern der Siedlung gelebt haben. Die können jetzt wieder zur Verfügung stehen für Familien. Ich glaube, dass diese Konzepte, auch wie man dafür sorgen kann, dass Wohnraum optimaler genutzt wird und eben weniger Neubau stattfinden muss, das passiert eben in der Kommune und da braucht die Kommune Unterstützung, finanzielle Unterstützung und auch Know-how und natürlich auch Vorgaben, damit sie es machen. Das heißt, ordnungsrechtliche Vorgabe für die Wärmeplanung und die kommunale Sanierungsplanung.
Herr Bösinger, Sie sind direkt angesprochen worden, aber Sie hatten auch vorher schon ein Stichwort geliefert bekommen bei den privaten Fahrern. Ja, also zum Teil muss man sagen, das, was Frau Metz gesagt hat, passiert in den Kommunen schon. Also ich weiß es aus Hamburg, weil ich da lange Zeit dabei war. Da gibt es ein Schulsanierungsprogramm, das ist damals aufgelegt worden, die sind jetzt eigentlich fast durch. Jede Kommune weiß eigentlich, was Bestand betrifft, was ihre eigenen Gebäude betrifft und macht sich da auf den Weg, um was es eigentlich letztendlich geht. Und das müssen wir versuchen, sozusagen auch runterzubrechen, ist, du brauchst Kümmerer vor Ort. Also das hat der Herr Siebenkotten auch gesagt, in der Kommune brauchst du Leute oder brauchst du jemanden, der den Hut auf hat und der das Ganze auch voranbringt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, das passiert in vielen Kommunen schon. So ist es auch auf der Länderebene. Es gibt da Bündnisse sozusagen. Du brauchst auch jemanden, der den Hut auf hat. Und wir wollen auch mit unserem Bündnis letztendlich nicht enden im September, wenn wir dann Ergebnisse haben, sondern es wird wirklich einen Monitoring-Prozess geben, wo wir nachhalten wollen, was wird da umgesetzt. Und Frau Metz hat vollkommen recht, wir müssen uns gewisse Dinge einfach anschauen, müssen schauen, können wir das Ordnungsrecht nicht in irgendeiner Weise unterstützen. Es wird um Themen gehen, wie auch für Azubis, für Studenten auch entsprechend was zu machen, auch umzusetzen, wo wir Incentives geben können. Es geht um altersgerechten Umbau, es geht um Wohnflächen und es geht natürlich auch darum, wie bekommen wir es in Deutschland mit 16 Ländern hin, dass wir sozusagen einheitliches Planrecht und Baurecht insgesamt schaffen. Da sind wir schon sehr weit, auch über die Landesbauverordnung, aber es wird auch nochmal Teil des Bündnisses sein, zu justieren, wo hakt es noch, was muss man noch tun. Beim seriellen Bauen beispielsweise muss es darum gehen, wenn das einmalig irgendwo genehmigt wird, dass es in allen 16 Bundesländern ausgeweitet werden kann. Wir brauchen Schnelligkeit, wir brauchen neue Lösungen. Und genauso auch, was die Digitalisierung betrifft, digitale Bauakte ist auch so ein Thema, wo wir wirklich bis Ende des Jahres auch in allen Ländern soweit sein müssen, dass es Teil auch in der Umsetzung ist. Und damit können wir einige Probleme lösen, nicht alle, aber das wird dann auch Teil des Bündnisses letztendlich auch sein, über das wir reden müssen. Vielen Dank, Herr Bösinger. Übrigens, für unsere Veranstaltung heute gilt das gleich wie für den Rest auch, uns läuft die Zeit weg. Wir hätten ja noch Stunden an Themen und das ist aber sozusagen, aber ich finde das ganz gut, weil wir eigentlich in größten Teil sozusagen auch der Themen, die es lohnt eigentlich noch weiter auszudiskutieren, gestreift. Ich möchte jetzt nur noch mal die Gelegenheit nutzen, wo wir sozusagen auch jetzt mit Verband und Politik an einem Tisch sitzen, dass wir das noch mal sozusagen in einen konkreten Dialog bringen. Und zwar dergestalt, dass wir sagen, die drei jetzt hier anwesenden Verbände, die ja nicht die 100% der Akteure am Markt widerspiegeln, aber relevante Akteure widerspiegeln, welche konkreten Angebote können Sie Politik machen, also in dem Fall vertreten von unserem endlich und wunderbar geschaffenen Wohnungsbauministerium, was sozusagen das ganze Huckepack tragen kann. Was können Sie für die nächsten Jahre als Angebot machen? Lieber Herr Siebenkotten, was macht der Mieterbund an Angebot an Frau Geiwitz? Also zunächst mal sind wir dazu bereit, gegebenenfalls auch über irgendwelche Schatten zu springen. Das habe ich eben schon mal angedeutet, oder Barrikaden abzuräumen. Unser Angebot an Frau Geiwitz ist, dass wir sie bei allen wichtigen Fragen unterstützen mit unserem Know-how, das wir in bestimmten Bereichen haben, nicht was Baumaterialien betrifft, da haben wir nicht so viel Know-how. Wir wollen sie auch davon überzeugen, dass es vielleicht richtig ist, über die viele Förderung hinaus doch das ein oder andere im Mietrecht zu tun. Das bieten wir ihr auch an. Wobei wir wissen, Herr Staatssekretär, dass die Zuständigkeit dafür beim Bundesjustizminister liegt und der jetzt gerade eher zu der Partei gehört, die da nicht großes Interesse dran hat, im Mietrecht irgendwas zu tun. Wir wollen dazu beitragen, dass es eine möglichst konsensuale Regelung gibt im Hinblick darauf, wie wir mit dieser Thematik weiter verfahren. Dazu sind wir bereit, auch wenn wir öfter das kritisieren, was die Bundespolitik macht. Aber wir haben auch den Eindruck bei der Ministerin, dass sie offen ist gegenüber den Vorschlägen, auch im Bereich des Klimaschutzes. Ich habe ja schon ganz interessante Interviews von ihr gelesen. Und vor diesem Hintergrund, wir sind bereit, konkret mitzuwirken. Wir blicken konkret mit bei diesem Bündnis, das jetzt aufgelegt worden ist. Und wir hoffen, dass es uns gelingt, dabei insbesondere das bezahlbare Wohnen in den Fokus und in einen noch stärkeren Fokus der Förderung zu bringen. Dabei geben wir
ganz tolle Ratschläge. Das ist ja klar. Also, Herr Siebenkorn springt über den Schatten und gibt Ratschläge. Das ist ein erhebliches Angebot. Was macht die Wohnungswirtschaft für ein Angebot an Frau Geiwitz? Ja, also ich glaube, wir machen ganz viele Angebote an Frau Geiwitz. Erstens bauen wir die Sozialwohnungen in einem ganz großen Umfang, die wir brauchen, ja, unsere Mitgliedsunternehmen. Zweitens bemühen wir uns über das Thema serielles Bauen tatsächlich Angebote an unsere Unternehmen zu bringen, jetzt auch in dieser Mangelsituation weiter zu bauen. Wir haben eine Initiative gegründet, IW 2050. Ich nenne das immer die Selbsthilfeeinrichtung der Wohnungswirtschaft, wo sich die Unternehmen mit unserer Hilfe austauschen und einen Weg finden, wie sie ihren gesamten Gebäudebestand tatsächlich klimaneutral gestalten können, wo sie sich aber gegenseitig auch informieren, was funktioniert nicht, warum funktioniert das nicht. Ja, das ist ganz wesentlich. Wir beraten als Prüfungsorganisation die kleinen Unternehmen dabei, ihre Klimastrategie aufzusetzen. Und wir suchen auch noch eben Unternehmen und haben ja 17.500 Wohnungen bei uns aktiviert, die für Energiesprong-Projekte bereitstehen würden, um einfach austesten zu können. Also das ist unser Beitrag. Wir sind quasi das Real Lab, würde ich mal sagen. Real Lab. Frau Metz, wie können Sie das Angebotsportfolio noch ergänzen? Also wir kommen gerne in alle Bündnisse, in die wir eingeladen werden. Da sind wir immer dazu bereit. Dann geben wir Ihnen natürlich auch vielleicht ein bisschen politischen Rückenwind, auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber wir haben ja die Erstellung eines entsprechenden Sofortprogramms jetzt eingeklagt. Kann man ja möglicherweise auch nutzen gegenüber den anderen Häusern, um dann eben da auch ein bisschen mehr Druck noch mit reinzukriegen, schnell da auch Maßnahmen zu bekommen, beziehungsweise auch eine Finanzierung zu bekommen, um die entsprechenden Dinge mit durchsetzen zu können. Und ich glaube schon, dass wir eine hohe Expertise haben, zum Beispiel aber auch, was Kreislaufwirtschaft am Bau angeht. Das ist eines der Themen, die wir auch sehr intensiv neben den anderen, die heute diskutiert worden sind, bearbeiten. Und da bringen wir uns natürlich auch mit sehr konkreten Vorschlägen und Expertise mit ein. Wir sind ja auch ein Verband, wir vernetzen, also wir sind ja auch mit dem Deutschen Mieterbund schon in einer jahrelangen Partnerschaft und ja ganz grundsätzlich immer sehr offen mit allen Akteuren auf dem Markt zu sprechen, uns auszutauschen und eben da auch gute Lösungen zu finden für den Klimaschutz. Wir werden natürlich immer wieder darauf hinweisen und das zeigen auch unsere Klimaklagen, dass die Zeit tatsächlich sehr, sehr knapp wird und schnell was passieren muss. Und deswegen haben wir ja auch diese übergeordneten Klimaklagen auf den Weg gebracht und kämpfen auch für die Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes. Lieber Herr Bösinger, zum ersten und ganz sicher zum letzten Mal in Ihrem Leben als Staatssekretär haben Sie jetzt 3 Wünsche frei. Und die können Sie konkret in je einen Wunsch an den Mieterbund, an die Wohnungswirtschaft und an eine maßgebliche Umweltschutzeinrichtung richten. Was wünschen Sie sich an Unterstützung für Ihr Bauministerium? Ich bin da ganz bescheiden, sage ich Ihnen ganz offen. Ich habe einen Wunsch an alle drei, weil ich glaube, dass wir eine große Chance haben in dem Bündnis für bezahlbaren und klimagerechten Wohnraum, in dem wir zusammenkommen, über Maßnahmen zu reden, uns auszutauschen, auch Ratschläge entgegenzunehmen, auch Expertise entgegenzunehmen. Und der Wunsch ist, dass nicht nur diese drei Partner, sondern alle Partner dann auch das Ergebnis, was wir dann bekommen werden im Herbst, auch voranbringen, unterstützen, so wie wir das auch machen werden. Wir sind auch Teil dieses Bündnisses, auch Partner, dass wir das partnerschaftlich auf den Weg bringen, sehr offen auch diskutieren, da sind wir auch offen, also wirklich auch sehr pragmatisch auch diskutieren, was möglich ist, was geht und was nicht geht. Aber dann am Ende, wenn wir diese, ich sag mal, 15 bis 20 Entscheidungen letztendlich haben und wollen ein Entscheidungspapier auf den Weg bringen, zu sagen, wir stehen dahinter, wir werben dafür, wir setzen das auch gemeinsam um, weil wir müssen die Leute auch draußen mitnehmen. Das eine ist das, was wir tun. Wir müssen es aber auch entsprechend durch eine Öffentlichkeitsarbeit auch, also auch an die Bürgerinnen und Bürger und andere, die das ja letztendlich auch mit umsetzen müssen, die müssen wir mitnehmen. Und das ist mein Wunsch, den ich an alle habe. Sehr bescheiden, aber es ist ein sehr, sehr dringender Wunsch, den ich auch an alle richte. Und ich glaube, dass es gelingen kann. Zumindest waren die ersten Runden, die wir hatten, die nicht einfach waren, aber stimme ich optimistisch, dass wir da was hinbekommen werden.
Vielen Dank, Herr Bösinger. Vielen Dank, liebe Mitdiskutanten, lieber Herr Siebenkotten, liebe Frau Esser, liebe Frau Metz. Das war heute ganz sicher nur eben ein Schlaglicht auf relevante Akteure, nicht alle Akteure. Also wenn wir weiterdenken, dann fehlen hier die Kommunen, dann fehlen hier auch die Länder mit ihren durchaus unterschiedlichen, aber in vielen Ländern durchaus effizienten Programmen, sowohl der sozialen Wohnraumförderung als auch was die Förderung der Klima der Klimaanpassung, der Klimatransformation anbelangt. Es fehlen die Kommunen. Also das sind alles Gesprächspartner, die einbezogen werden wollen und müssen, weil wir haben eine Aufgabe vor uns, die größer ist als alles, was wir in den letzten Jahrzehnten zu bewältigen haben. Das muss uns allen klar sein. Und die Instrumente der Vergangenheit taugen nur in Teilen für das, was da vor uns steht. Und wir sind ziemlich sicher, dass das Thema Sozialverträglichkeit, Bezahlbarkeit des Wohnens und eben auch Investitionen und das, was daraus kommt, eben droht, auch in eine Schere auseinanderzugehen. Wenn das passiert, dass wir eben Teile der Gesellschaft abhängen, sich das mehr leisten können, dann werden wir Verwerfungen erleben, wie wir sie auch noch nicht erlebt haben. Das darf nicht passieren. Also, wichtig ist Kooperation, miteinander sprechen. Das war ein erster Aufschlag. Wir haben es geschafft, nahezu die Zeit einzuhalten. Vielen Dank nochmal, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich übergebe jetzt in die Sicherheit und die Verantwortung des Gesamtveranstalters und hoffe, dass die zwei Tage der Energietage noch erfolgreich sind. Ihnen wünsche ich, kommen Sie gut nach Hause und Ihnen allen ebenso einen schönen Sommer und Frühling und bleiben Sie uns gewogen. Dank an den richtig guten Moderator. Das wollte ich noch loswerden.